Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Book of Unwritten Tales. Wir sind hier immer noch im Keller des Opas oder so, also im Keller des Gnomenhauses, aber wir wissen, wo wir, oder beziehungsweise Gnomenbau. Wir wissen, was wir suchen. Und hallo. Ja. Wir suchen Sprengstoff und irgendein Zahnrad, ne? Zahnrad könnten wir, glaube ich, jetzt sogar schon holen, aber wir können auch einfach erst den Sprengstoff suchen. Machen. Irgendwie, suchen wir nur zwei Teile? Ich meine schon. Ich glaube, wir brauchen nur Treibstoff für sein Gerät und dieses 5/8 Gewinde mit Flansch und Stahlritze, Lockring-Arretierung und rechtsdrehend oder so ähnlich. Irgendwie hart verzahnt, verchromt, hart verzahnt oder irgendwie sowas in der Art. Ja, oder andersrum. Also jedenfalls das. Gut. Du solltest auf jeden Fall nochmal das Rattenloch untersuchen. Genau. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon klappt. Ehrlich gesagt, fasse ich da ohne guten Grund lieber nicht rein. Wer weiß, was die Ratte da alles drin versteckt hat. Ach, ohne Grund macht er es nicht. Vergammelte Nahrung oder bereits verdaute Nahrung. Oder noch mehr Ratten. Herr Kellermeister. Sprechen wir mal mit ihm. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. So eine Kindheitserinnerung mit der Stimme, ne? Total. Na gut, dann fragen wir doch erstmal, wie er den Roboter besiegt hat. Als der Roboter auf sie losgegangen ist, hätte ich nicht gedacht, dass sie ihn besiegen können. Jo, das war eine epische Schlacht. Zwerg gegen Maschine, Natur gegen Technik, Geist gegen Materie. Geist? Wie haben sie ihn zerstört? Ich hab so lange mit schweren Gegenständen auf ihn eingeschlagen, bis die Funken sprühten. Gewiefte Taktik. Ja, aber ein paar Mal hat er mich auch ordentlich erwischt. Schau nur, was er mit meinem Bart gemacht hat. Oh, ja. Ich war so voller Adrenalin und Bier, ich hab's gar nicht gemerkt. Na gut, dann fragen wir mal nach dem Zwergenstarkbier, was wohl ein Ersatz für Nitroglycerin ist. Wow. Uncoagulable. So. Du, Herr Kellermeister, mal angenommen, ich würde etwas Zwergenstarkbier brauchen. Zwergenstarkbier? Ist verboten. Leider. Warum? Hast du von der Explosion auf Berg Winterspitze gehört? Der Vulkanausbruch? Haha, Vulkanausbruch. Tief im Berg gab's die beste Starkbiermanufaktur der Zwergenwelt. Ausbruch? Mein Vater hat mich dort mit hingenommen, als ich noch ein kleiner zwei Bierkästen hoch war. Du kannst dir nicht vorstellen, wie betrunken wir waren. Vielleicht schon. Was ist dann passiert? Naja, irgendwann hat jemand einen Fehler gemacht und boom, das war's dann mit dem Starkbier. Nach dem Unfall wurde es als Genussmittel verboten. Der herbe Geschmack, das Brennen in der Kehle, für immer vorbei. Jetzt darf's nur noch im Krieg und in der alchemistischen Industrie benutzt werden. Das, was ich eben gesagt habe, ist das englische Wort für ungerinnbar, also quasi so Blut, das nicht gerinnen kann. Das wäre uncoagulable. Ein Wort, mit dem viele Leute Schwierigkeiten haben. Ebenso wie ich mit Nitroglycerin. Okay. Oder Halluzinogene. Ja, dann fragen wir doch mal, wie man Zwergenstarkbier braut, so. Einfach nur aus Interesse. Aber Sie wissen schon, wie man Zwergenstarkbier braut, oder? Natürlich weiß ich's. Ich bin Kellermeister. Ist auch nicht schwer. Erstmal Gerstenkörner in der Melzerei keimen lassen. Nach der Keimruhe aufschwellen. Das Grünmalz darmen. Schwelken und abdarmen. Schroten, passt ja auf, dass die Spelzen halt bleiben. Die Spelzen? Was sind... Dann das Ganze in einem Sudkessel einmeischen. Natürlich im Dekotionsverfahren. Nach der Jodprobe geht's weiter zum Läutern. Malz von der Bierwürze im Läuterbottich trennen. Natürlich, aber... Ganz einfach den Sud durch den Treberkuchen laufen lassen. Die Vorderwürze in der Sudpfanne bis zum Sieden kochen. Und den Hopfen hinzugeben. Die Würze durch tangentiales Einleiten in Rotation versetzen und den Heißtrub entfernen. Hefe anstellen und gären lassen. Dann alles durch den Kieselgurfilter. Soweit ist ja klar. Aber jetzt wird's kompliziert. Stopp. Was denn?
Der spannende Teil kommt doch erst noch. Da bin ich sicher. Aber ich habe die Idee gerade aufgegeben, Zwergenstarkbier selbst zu brauen. Hm, wie du meinst. Na gut, wir können es nicht. Da bleibt uns ja nur zu fragen, ob er vielleicht helfen kann. Ist verboten, aber komm, wir sind noch Kumpels. Mal angenommen, ich bräuchte ganz, ganz dringend einen kleinen Krug Zwergenstarkbier. Könnten Sie den für mich brauen? Könnte ich schon. Tue ich aber nicht. Ist verboten. Ach, kommen Sie schon. Wer soll das denn bemerken? Wann war das letzte Mal ein anderer Zwerg hier oben bei uns? Na ja, ist schon ein Weilchen her. Na sehen Sie, hätten Sie denn nicht Lust auf ein kühles, herbes Zwergenstarkbier heute Abend? Zur Feier Ihres Siegs über den Roboter? Ich würde schon gerne mal wieder etwas Besonderes trinken. Aber es geht eh nicht. Mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich die besorge, würden Sie dann zwei Krüge brauen? Einen für mich und einen für Sie? Naja, wäre schon was. Abgemacht. Du besorgst mir die fehlenden Zutaten, dann braue ich das Bier. Jetzt kommt. Was brauchen Sie denn? Kristallklares Bergwasser, Hopfen und etwas Gerste zum Malzen. Das ist alles? Keine eingelegten Feuersalamanderaugen? Drachenodem oder so etwas? Nee, Wasser, Hopfen und Malz. Hinzu kommen einige geheime Zutaten und naturidentische Aromastoffe. Aber die habe ich hier. Na gut. Also Wasser, Hopfen und Gerste. Werde ich alles besorgen. Okay, dann... Ich glaube, ich weiß auch ungefähr, wie man an alles kommt. Also lassen ich wir muss mal weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jojo! Ich glaube, jetzt können wir das Rattenloch untersuchen. Ehrlich gesagt fasse ich da ohne guten Grund lieber vielleicht vergrödern. Okay, doch nicht. Na gut, ich glaube, wir müssen den Kellermeister fragen, wo wir Hopfen herkriegen können. Hallo, Herr Kellermeister! Ja. Hallo, was könnte noch sein? Sagt er einem, dass die Ratte dich auch geschleppt hat. Wo soll ich den Hopfen hernehmen? Haben Sie eine Idee, woher ich den Hopfen nehmen soll? Nee, tut mir leid. Ich kann dir keinen geben. Die Ratte hier hat mindestens 5 Säcke rausgetragen. Mit dem Rest muss ich sparsam umgehen. Die Ratte also? Okay, das reicht uns, glaube ich, schon. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jojo! So, dann jetzt nochmal untersuchen. Wenn die Ratte so viel Hopfen gestohlen hat, dann könnte sie da drin vielleicht noch etwas gelagert haben. Da ist etwas drin. Etwas Rundes. Hoffentlich ist es kein gigantischer Rattenködel. Es ist eine einzelne Hopfendolde. Das ist wohl alles, was vom Hopfenvorrat übrig geblieben ist. Na gut. Ich weiß nur noch, dass wir in die Küche müssen, um das Wasser zu kriegen. Wir haben nämlich einen Eiszapfen, den können wir in die Kaffeekanne stecken. Es wird lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. So warm ist die Kanne nun auch wieder nicht. Ich sollte das Schmelzen beschleunigen. Genau, und zwar indem wir die Kaffeekanne auf den Herd stellen. Es dürfte nicht lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. Der Herd ist noch warm. Der Eiszapfen ist schon weg. Übrig bleibt kristallklares Wasser. Wunderbar. Gut, Gerste haben wir auch schon gefunden. Im Gnomenbau in der Getreidemühle war der, ne? Genau. Fehlt nur noch der Hopfen. Jo. Die späteren Teile des Spiels kenne ich aber auch nicht mehr so gut. Da wird dann vielleicht auch wieder etwas Rätselraten nötig sein. Oder kennst du die auch noch alle auswendig? Das weiß ich noch nicht. Also alles habe ich mir mit Sicherheit nicht gemerkt. Gut. Hier müssen wir jetzt die Hopfendolde einpflanzen. Also gut, ich drücke die Hopfendolde in die Erde. Und den Superdünger drüber kippen. Schauen wir mal, was passiert. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das Zeug... Oh, scheint ein guter Dünger zu sein. Na... Ja, dann. Wow, eine große Hopfenpflanze mit massenhaft Hopfendolden. Hopfendolden ist ein lustiges Wort. Ich habe etwa 10 Dolden gepflückt. Das müsste genug fürs Zwergenstarkbier sein. Was lustig klingt, oder? Ja, Dolden ist einfach so ein... Das klingt wie nix... Es gibt kein Wort, was so ähnlich klingt so richtig. Holden. Molden. Ne. Die Holden-Dolden.
Golden, okay. Das klingt trotzdem lustig. Netter. Hallo, Herr Kellermeister. So, wir haben alles. Da, kristallklares Wasser. Hier habe ich eine Kanne mit kristallklarem Wasser für das Zwergenstarkbier. Zeig mal her. Ja, das ist gutes Wasser. Könnte man nehmen. Und eine Handvoll Gerstenkörner. Hier ist Gerste aus der Küche von meiner Mama. Kann man die fürs Brauen benutzen? Hm? Naja, ist nicht optimal, aber es wird schon gehen. Und Hopfendolden. Ich habe hier Hopfen fürs Starkbier. Reicht das? Ja, das reicht. Ich hoffe, du hast das nicht aus meinen Vorräten, Stibitz. Nein. Oder nur indirekt. Damit habe ich nun alles, was ich brauche, um schönes Starkbier zu brauen. Na gut, dann jetzt los. Die Musik im Hintergrund ist übrigens Hall of the Mountain King. Von Krieg oder so ähnlich, glaube ich. Ja, Krieg. Also ich meine, ich höre es so nicht, aber ich weiß, dass es Krieg ist. Hier, mein Junge. Aber pass auf, dass du nichts in die Augen kriegst. Ist ein ganz gefährliches Zeug. Ich werde ganz vorsichtig sein. Vielen Dank, Herr Kellermeister. Sag mal, Wilbur, wofür brauchst du eigentlich den ganzen Kram? Das Starkbier und alles, was du schon den ganzen Abend hier rausschleppst. Naja, es ist wegen des Rings. Opa hilft mir, den Ring sicher, naja, schnell in die Stadt der Menschen zu bringen. Will, überleg dir das. Das ist gefährlich für einen jungen Gnomen da draußen. Ich weiß, aber ich habe es dem Gremlin versprochen. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Und es ist meine Chance, hier wegzukommen. Einmal etwas Bedeutendes zu tun. Ein Abenteuer zu erleben, hm? Mhm. Ich glaube nicht, dass der Ring wichtig ist. Und nicht jeder ist dazu geboren, Abenteuer zu bestehen, mein Kleiner. Aber vielleicht musst du wirklich hier weg. Wirklich? Du lebst doch bei deinen Eltern. Leistest dem alten Zwerg Gesellschaft. Das kann doch nicht ewig so weitergehen, oder? Aber wenn du weggehst und Abenteuer erlebst, vielleicht kommst du mich dann mal besuchen, ja? Und erzählst mir alles. Versprochen. Vergiss es nicht. Aber jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich habe eine Verabredung mit dem frischen Starkbier. Es leuchtet grün. Immer vertrauenserweckend bei alkoholischen Getränken. Also generell, grün ist schon mal eine gute Farbe. Und leuchten glaub, geht dann noch einen Schritt weiter. Der Grog bei Monkey Island war teilweise auch grün. Ja, so Absinth ist auch grün. Ne? Oh ja. Ist tatsächlich grün. War in manchen Ländern zeitweise mal verboten. Hm. Ich glaube, das erste Mal, dass Absinth erfunden wurde, wurde das, glaube ich, mit Heroin gemacht. Also da war auch Heroin drin. Aber das war zu der Zeit auch normal. Einfach enorm hochständig, ne? Hochprozentig, ja, und wie gesagt, abwärts. Halt mit echten gefährlichen Drogen versetzt. Es war zu einer Zeit, als irgendwie an viele Sachen sowas dran kam. War auch zu einer Zeit, als es zum Beispiel Zahnpasta mit Koks drin gab. Also Kokain. Ja, ich hab mir gedacht, dass du das meinst. Das ist, ich meine, das war irgendwie so um die letzte Jahrhundertwende, also 1900 auf, also ne, 1800 auf 1900. Das, zumindest auf Englisch wird das beschrieben als The Great Binge. Also so die große Saufzeit oder so ähnlich. Gab es im Ersten Weltkrieg zum Beispiel, also in Großbritannien, um Soldaten an der Front zu unterstützen, konnte man denen so Hilfspakete kaufen und denen dann schicken. Also einfach im Supermarkt kaufen quasi. Worin enthalten waren, eine Sammlung von Halluzinogenen, also so alle möglichen Drogen. Heroin, Koks, etc. Mitsamt Spritzen dabei und ähnlichem. Kommt man einfach kaufen und den schicken, weil irgendwie noch keinem klar war, dass das etwas ungesund ist. Minimal. Andererseits, als sie zuerst die Radioaktivität so richtig entdeckt haben,
war es alles irgendwie cool. Keinem war so richtig klar, wie gefährlich das ist. Und es war einfach hohes Leuchten im Dunkeln. Armes Ding. Da gab es zum Beispiel auch Zahnpasta, die radioaktiv war, weil sie leuchtete. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir das Werkzeug auf den mechanischen Fisch benutzen können. Mit dem richtigen Werkzeug sollte es gehen. Eine OP an dem Fisch. Na also, ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, gerad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung. Vielleicht war das Zahnrad gar nicht so wichtig. Flieg! Oder es war doch wichtig. Naja, aber ich glaube, wir haben alles, ne? Zahnrad, Bier, auf zum Opa. Entschuldigung, Colonel Opa? Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. Ich habe Zwergenstarkbier. Hier ist das Zwergenstarkbier, Opa. Um Himmels Willen, vorsichtig. Das heißt, nun fehlt nur noch das Zahnrad. Wegtreten. Ich habe auch das Zahnrad. Hier ist das Zahnrad, Opa. Ich musste dafür meinen Flugfisch kaputt machen. Der Krieg fordert immer Opfer. Dein Flugfisch war ein Held. Einer der Besten. Wir werden ihn in Ehren halten. Damit habe ich alles, was ich brauche. Es wird nicht mehr lange dauern. Mach dich für den Abflug bereit. Den Abflug? Also das meintest du mit Abflug? Ganz recht. Ich habe sie auf die Stadt der Menschen eingestellt. Eigentlich sollten mit der Betsy 2 natürlich Granaten verschossen werden. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sie auch deine Kapsel ans Ziel bringen wird. Ganz zuversichtlich? Ich will sofort aussteigen. Hör zu, Junge. Ich bin stolz auf dich. Du tust etwas sehr Mutiges. Hier, Wilbur, die möchte ich dir schenken. Deine alte Fliegerbrille? Oh, Opa, ich dachte nicht... Zu langsam, mein Kleiner. Feuer! Viel Glück. Klingt sehr gemütlich. Auf jeden Fall. Mir fällt auf, die coolsten Charaktere haben wir noch gar nicht kennengelernt. Netter Publikum, das ist ein Stückchen spät gewesen. Ja, leider. Er hat uns noch nicht verraten, Mutter. Das wird er. Wer weiß sonst noch davon? Der Erzmagier wird es noch nicht wissen. Wir konnten den Wiener abfangen, wie du weißt. Aber... Aber? Eine Elfe, Mutter. Sie hat versucht, MacGuffin zu befreien. Sie könnte etwas wissen. Sie soll überwacht werden. Sehr wohl. Und nun, Herr Professor, unterhalten wir beide uns ein wenig. Ach was, kein Problem. Ich bin eine Elfe. Ich bin fit. Na was wohl? Ich hole dieses Buch aus MacGuffins Geheimkeller und bringe es zum Erzmagier. Nein, die waren schon weg, als ich ankam. Haben den Käfig aufgesammelt und sind auf und davon. Jetzt hängt es an uns, dieses Buch zu holen. Natürlich muss ich nicht, aber... Naja, es scheint sehr wichtig zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht wichtig ist. Diese dunklen Typen wollen das Buch haben. Besser wir holen es aus dem Keller, bevor die es in die Finger bekommen, oder? Dann hilf mir eben nicht. Flieg doch nach Hause. Aber sag meinen Eltern nichts. Undankbares Federvieh. Okay. Wir haben wieder viel zu untersuchen. Fangen wir mit der Vogelscheuche an. Eine zerrissene, windschiefe Vogelscheuche. Die Kleidung ist von Mäusen zerfressen. Aber der Hut hat was. Indiana Jones. Eine Vogelscheuche, die nicht einmal Cheep-Cheep-Angst macht, ist eindeutig nicht zu gebrauchen. Eben mit der Peitsche?
Genau. Ach, ich erinnere mich noch unter an dem so ein bisschen an das Gebiet. Steht ein Stein. Irgendetwas steht darauf, aber ich kann es nicht erkennen. Könnte ein kleiner Grabstein sein. Ich glaube, wir können den Grabstein nicht vom Gestrüpp befreien, ne? Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloßen Händen entfernen. Es ist sehr dicht und hat Stacheln. Ansonsten gab es, glaube ich, irgendwo... ja, ich glaube, wir müssen die Schere suchen. Eine Gartenschere suchen. Oder so. Wir sind echt Experten. Ein Kürbisbeet. Nicht sonderlich gepflegt. Vermutlich verbringt MacGuffin zu viel Zeit hinter seinen Büchern und zu wenig in seinem Garten. Ich muss sagen, für ein nicht gepflegtes Kürbisbeet sind hier eine Masse an ziemlich großen Kürbissen. Ich bin das. Okay, betrachten wir den Brunnen. Das Grundwasser ist in dieser Gegend nur ein paar Meter unter dem Boden. Vermutlich ist der Brunnen nicht viel tiefer. Okay, betrachten wir das sehr. Das Brunnenseil ist an der Winde befestigt. Es sieht nicht sonderlich reißfest aus. Benutzen wir die Kurbel. Das geht verdächtig leicht. Man weiß ja nie, wofür man Wasser brauchen kann. Das Seil ist gerissen und der Eimer dürfte am Grund des Brunnens liegen, dort, wo er niemandem hilft. Na gut. Eine Menge. Wir können eine Gießkanne betrachten. Eine alte Gießkanne aus Metall. Was wir mit der wohl machen können? Für Gremlin-Verhältnisse ist sie klein. Das weiß ich jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Erstmal mitnehmen. Erstmal alles mitnehmen. Blumentopf. Ein auf dem Kopf stehender Blumentopf aus Ton. Schaue drunter. Darunter liegt ein Stein. Das dürfte ein Feuerstein sein. Ich stecke ihn ein. Vermutlich wollte der Professor verhindern, dass der Stein nass wird. Dabei kann man auch noch einen nassen Feuerstein relativ gut Feuer machen. Egal, betrachten wir den Holzstapel als nächstes. Einige gestapelte Holzscheite. Mit so einem kleinen Vorrat wird MacGuffin nicht durch den Winter kommen, nicht mal durch den Herbst. Nehmen wir einige von mit. Drei sollten reichen. Betrachte den Schornstein. Eine gewagte Konstruktion. Und wie das ganze Haus ziemlich windschief. Sieht nicht so aus, als würde er noch lange halten. Ein drehbares Metallgestänge. Man kann Töpfe oder etwas in der Art einhängen und dann über das Feuer im Kamin schieben. Ich sollte erst einmal etwas dranhängen. Betrachten wir stattdessen den Kamin. Ein großer, gemauerter Kamin. Die Öffnung des Kamins zeigt nach außen, nicht ins Innere des Hauses. Das ist etwas ungewöhnlich. Es macht aber Sinn, wenn der Professor im Inneren des Hauses kein offenes Feuer haben will. Tja. Okay, ich glaube, sonst können wir hier draußen nicht viel machen. Ne? Wir haben... Ja, dann gehen wir rein. Also machen könnten wir schon Sachen, aber erst mal reinlegen. Wir könnten, glaube ich, die Kanne da an das Seil kleben, genau. Aber nützt uns noch nichts. Was zum Henker ist das denn? Das ist sowieso sehr interessant. Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vom Giebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Ja, das Haus ist tatsächlich voll mit lustigen Dingen. Betrachte das Chaos. Typisch Junggeselle. Alles liegt durcheinander. Teller, Töpfe, Becher. Und an allem klebt eine Mischung aus Staub, Fett und toten Fliegen. Nichts, was wir aufnehmen können? Ich klicke nochmal. Ich räume hier garantiert nicht auf. Warum hat das der Geselle des Gremlins nicht gemacht? Ein Holzzuber. Ein Holzzuber? Etwa halb voll mit Wasser? Er hat zumindest einen Holzzuber. Na toll. Darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Ein kleiner silberner Schild. Ein kleiner altertümlicher Schild. Die Innenseite ist blank poliert. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Alles, was nicht angenagelt ist, ja.
Ja, das ist, und wie gesagt, für die angenagelten Sachen gibt's Zangen. Wenn MacGuffin Essen aufwärmen wollte, musste er es nur in einen der beiden kleinen Kachelöfen schieben. Eine Leuchtqualle. Eine Standard-Leuchtqualle, wie man sie hier überall findet. Diese hier leuchtet allerdings nicht mehr und wird es auch nie wieder. Ja, da ist die Birne durchgebrannt. Richtig. Ich glaube, das sind Dinge, die der Professor für seine Ausgrabungen benötigt. Pinsel, eine kleine Schaufel, ein Sieb. Mitnehmen. Ich stecke das Sieb ein. Der Rest sieht ziemlich unbrauchbar aus. Was haben wir hier im Regal? Bücher. Bücher über Bücher. Die meisten sind uralte Schinken. Sie sind in allen Sprachen der Welt geschrieben, wie mir scheint. Ein großes, handgeschriebenes Buch. Es sieht aus, als wäre es häufig benutzt worden. Ja, vielleicht für alle, denen es noch nicht aufgefallen ist, das Spiel redet sehr viel. Also reden wir nicht ganz so viel. Das ist, glaube ich, Das ist dann aber einfach so. Genau. Da oben hängt ein Drachenschädel. Betrachten. Der Schädel eines Drachen. Könnte ein Hornschwanz gewesen sein. Bösartige Viecher. Aber heute gibt es kaum noch welche. Die letzten ihrer Art arbeiten heute beinahe ausschließlich als Lasttiere. Sie haben ihre Bösartigkeit verloren, aber auch ihren Stolz. Dann lesen wir mal im Buch. Ob da irgendwas Wichtiges drinsteht. Vielleicht. Es ist das Tagebuch des ungarischen Hornschwanz war Vielleicht finde ich hier Hinweise auf den Keller. Ja. Mal sehen. Es ist doch der, den er da im vierten Teil bekämpfen musste oder das Ei von ihm klauen musste. Archäologen zufallen würde, diesen Wahnsinn zu stoppen. Und den Schlüssel dazu fand ich nicht etwa auf einer meiner Expeditionen, nicht in dunklen Kerkern oder feurigen Bergen. Nein, in einem alten Buch habe ich den Hinweis entdeckt. Er muss das Buch meinen, das im Keller versteckt ist und in dem sich die Hinweise auf den Aufbewahrungsort dieses Artefakts befinden. Die Aufzeichnungen enden mitten im Satz. Ich frage mich nur, warum ich noch nichts von Erzmagier Alistair gehört habe. Schon gestern früh habe ich Bechtel mit der Botschaft losgeschickt. Hoffentlich ist ihm... Das war der letzte Eintrag. Vor diesem Eintrag gibt es aber noch einige andere. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir die anderen Einträge lesen können. Was steht hier zu Anfang auf der Seite? Ich habe heute die Bücher untersucht, die ich aus dem Grindelgebirge mitgebracht habe. Darunter auch ein Buch über Kräuter und Tinkturen. Ein altes Kräuterweib behauptete, ich würde darin Rezepte gegen meine kalten Füße finden. Eine einzige Enttäuschung. Nur abergläubisches Geschwätz von Froschaugen und Wollsocken. Ich wollte das Buch schon verfeuern, als mir auffiel, dass der Band noch mehr beinhaltete. Eine verstörende Geschichte über das tragische Verhältnis eines Zauberers zu seinem Hausschaf Boris sowie den Reisebericht eines Feenforschers. Im Reisebericht wurde geschildert, wie der Forscher auf der Suche nach unbekannten Feenstämmen auf einer Insel in der Westsee strandete. Er hat einige sehr schöne Zeichnungen von Tempelruinen angefertigt, die dort auf der Insel zu finden sind. Ich werde mir einen Spaß daraus machen und die von ihm abgezeichneten Runen übersetzen. Der nächste Eintrag wurde 2 Tage später gemacht. Es ist nur schwer zu lesen. Der Gremlin scheint sehr aufgeregt gewesen zu sein. Es muss der Eingang sein. Der Zorn der Götter ließ den Tempel im Meer versinken. Natürlich. Aber nicht alles. Nicht alles. Bei den Göttern. Meine Hände zittern. Und das, obwohl Bechtel mir einen Tee mit beruhigenden Kräutern gemacht hat, bevor er losgezogen ist. Der gute Bechtel. Er hat ja keine Ahnung, wie bedeutend meine Entdeckung ist. Ich habe ihn zu Meister Alistair geschickt, dem Erzmagier der Menschen. Er soll ihm einen versiegelten Brief geben. Morgen, schon morgen wird Meister Alistair hier sein und ich kann diese schreckliche Verantwortung von meinen Schultern laden. Ich werde kein Auge zutun können. Als nächstes folgt der letzte Eintrag, den ich vorhin schon gelesen habe. Mehr steht dort nicht. Ach, endlich. Dass die aber ja, nicht mal die Klappe halten kann. Ja, die Frau muss... Altes Pergament und vergilbte Papiere. Gefüllt mit Texten in verschiedenen ausländischen Sprachen. Adunage und Westhorn, Quenya und Sindarin. Und technische Zeichnungen in Kustul.
Nein, mitnehmen. Nicht lesen. Einfach mitnehmen, bitte. Okay, Holzschachtel. Nehmen Sie eh zum Anzünden. Holzschachtel? Eben. Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus, aber trotzdem eine schöne Arbeit. Aufmachen? Aufmachen geht, glaube ich, noch nicht. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Sie ist abgeschlossen. Betrachte den Steinkopf. Ein seltsamer Steinkopf. Er ist ziemlich grob behauen, hat aber auch einige feine Verzierungen. Vielleicht ein Mitbringsel des Professors von einer seiner Forschungsreisen. Den kannst du noch nicht näher angucken, oder? Nö, es gab nur zwei Dialoge dazu halt. Okay, als nächstes Holzkiste mit Steintruhe. Indiana Jones, erster Teil. Eine steinerne Truhe, die in einer Holzkiste steht. Die Holzkiste sieht sehr billig aus. Es könnte sich um eine Lagerkiste handeln. Ja, untersuchen wir mal die Steintruhe. Die Steintruhe ist verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Ja. Für diejenigen, die es nicht kennen. Am Ende von Indiana Jones Teil 1 öffnen die Nazis die Bundeslade und sterben alle. Die Bundeslade wird in eine solche Kiste gepackt und weggeräumt. Das ist die Bundeslade aus dem Film. Ja. Was soll schon passieren? Sand. Kommt das nur so vor oder ist es hier gerade wärmer geworden? Ich glaube, wir können das Sieb benutzen, um den Sand zu durchsuchen, ne? Da ist etwas drin. Ein kleiner Messingschlüssel. Aha. Und was wissen wir, was verschlossen ist? Holzkiste. Probieren wir es aus. In der Tat. So einfach, wenn man die Lösung schon kennt. Mal sehen. Mhm. Im Kästchen. Ansonsten sucht man sich lange. Bei manchen Sachen also. Der Zettel ist eng beschrieben. Deus ex machina. Der Geist in der Maschine, lautet die Überschrift. Da ist auch eine Zeichnung von einer Steinfigur. Zu ihren Füßen steht eine Schüssel mit einer Flüssigkeit. Mal sehen. Der Geist in der Maschine kennt alle Geheimnisse dieses Hauses, steht hier. Bla bla. Fülle den Treibstoff in die Schale zu Füßen der Maschine, um den Geist zu wecken. Treibstoff? Ah, hier. Mahle die Bohnen und kippe das Pulver in kochendes Wasser. Fülle den Trank dann in die Schale. Das hatten wir schon. Die Bohnen erhältst du aus der Maschine. Seltsam. Eine Maschine, die alle Geheimnisse des Hauses kennen soll? Ja. Deus ex machina. Eine Bezeichnung dafür, dass ein Autor in seiner Geschichte Gott ist. Also beziehungsweise, wenn ein Autor irgendwie in seiner Geschichte seine Charaktere in ausweglose Situationen gebracht hat und dann plötzlich ganz unerwartet die Rettung produziert, das ist das, was man als Deus ex machina bezeichnet. Ist lateinisch. Und wir können die Steinsäule betrachten. Sieht aus wie ein Sockel für eine Statue. Er ist aus Stein und mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Na gut. Dann gucken wir mal das kleine Holzgefäß an. Der Krug eines Zimmermanns. Das wäre jetzt in Indiana Jones Teil 3 gewesen. Ehrlich? Da suchen sie ja nach dem Heiligen Gral, der dann am Ende auch so aussieht. Ich erinnere mich, den scheint gesehen. Der Rahmen eines Spiegels zu sein. An den Rändern hängen noch einige Stücke Spiegelglas. Der Spiegel ist so gedreht, dass er den Kamin zeigt. Seltsam. Okay. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Also in dem Spiegel kannst du noch was einsetzen. Das ist eine sechseckige Vertiefung. Ja, in den Spiegel kommt das Schild rein, aber das brauche ich ja im Grunde jetzt noch gar nicht. Ja, ansonsten, naja, die Bohnen kriegst du aus diesem Stein-Dings. Aber welches Stein-Dings? Ich glaube, das, wo du gerade davor stellst, also... Nicht so, der Steinkopf, sondern das, diese Säule vorne. Unter dem Papier war ich habe die sechseckige Steinscheibe versteckt. Auf der Oberseite hat sie so etwas wie einen Knauf. Brauchen wir auch noch. Die kommt jetzt hier auf die Vertiefung im Sockel. Haben wir ja schon gesehen, dass sie sechseckig ist. Passt perfekt.
Das hatte ich schon vergessen, dass das noch gab. Wie hübsch. Da, die Kaffeemaschine. Betrachten wir mal. Das ist die ominöse Maschine, in der der Geist leben soll. Zu ihren Füßen steht ein Behältnis für den Treibstoff. Die Statue hat kleine Löcher in der Nase und es scheint, als könne der Mund geöffnet werden. Reden wir mal mit der Maschine. Hallo, du da drin. Geist, gib mir die Bohnen für deinen Trank. Oh, mächtiger Geist in der Maschine, gib mir die Bohnen für deinen köstlichen Göttertrunk. Sieh es mal so. Wenn du mir nicht die Bohnen gibst, kann ich dir deinen dämlichen Trank nicht mixen. Damit ist niemandem gedient. Aha, geht doch. Warum nicht gleich so? In der Tat. Sonst können wir hier, glaube ich, noch nichts machen. Ja. Aber ich meine, wir haben jetzt alle Einzelteile, die wir brauchen. Ich kann auch, glaube ich, schon mal den Schild einsetzen. Nicht ganz so gut wie ein echter Spiegel, aber ich kann mein Spiegelbild sehen. Sieht gut aus, wie immer. Und verlasse das Haus. Gut, wir haben festgestellt, wir müssen Wasser kochen, die Kaffeebohnen mahlen und ins Wasser kippen. Kaffee kochen also, kennt man ja. Genau. Macht man ja immer so. Wenn man nichts anderes zur Hand hat, nimmt man noch eine Gießkanne. Also, wenn die Alternative kein Kaffee ist. Das sollte halten. Also ich sag mal so, ich bin nicht so der Kaffeetrinker. Also von daher. Probieren wir es mal. Ist mir das ja egal. Hat funktioniert. Damit hat ja Menschen geben, die ohne Kaffee am Morgen Tag nicht überstehen. Klingt gerade so, als würdest du in ein Blechrohr reden. Nein, ich habe durch die Gießkanne gesprochen. Na gut, das ist auch in Ordnung. So, hier ist eine Mühle, darin können wir Bohnen mahlen. Es funktioniert. Kann meine Gießkanne-Imitation nicht hervorragend. Das war's. Sehr realistisch, sehr lebensnah. Gut, Feuerholz in den Kamin. Oder alternativ habe ich das in den Brunnen sprechen nachgemacht. Also. Die werden einige Stunden brennen, wenn sie erst mal brennen. Nicht gut. Unvorstellbar wertvolle Dokumente. Ab in den Kamin damit. Die werden gut brennen. Sie sind staubtrocken. Und jetzt, glaube ich, können wir Feuer machen. Ich versuche es mal. So funktioniert kein Feuerstein. Was? Okay. Ja, da schon. Die Gießkanne an den Halterarm hängen. In Ordnung. Die Gießkanne mit dem kalten Brunnenwasser hängt am Gestell. Dann das mal Gestell sehen. Drehen. Jetzt das Kaffeepulver rein. Das Wasser kocht. Ja, nein? Ja, wenn es kocht. Ich glaube, wir müssen erst den Halterarm aus dem Feuer drehen. Eine Gießkanne voll heißem Wasser. Und jetzt im Inventar verbinden? Na gut. Ja. Das Wasser verfärbt sich bräunlich. Und es riecht... nicht übel. Damit ist der Treibstoff für die Maschine fertig. Okay. Ganz fertig sind wir aber noch nicht. Müssen wir noch irgendwo eine Schere finden. Aber ich glaube, das kommt erst noch. Also erst zur Maschine. Mhm. Fülle den Treibstoff in die Schale. Und hier dieser ganze Aufwand war umsonst. Hallo? Du, Geist, ich muss in den Geheimkeller. Hilfst du mir jetzt? Oh no.
haben. Danke. Tada. Okay, das ging doch einfach. Und ist ein idealer Zeitpunkt, am Ende dieses Rätsels mal wieder die Folge zu beenden. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Im Keller. Genau.